Kochkäse, Hanf und Speierling neu entdeckt. Genuss mit Zukunft aus Luxemburg. SR Fernsehen, Karfreitag, 18.15 Uhr. Am Samstag enden alle Corona-Schutzmaßnahmen. Darauf hat das Gesundheitsministerium hingewiesen. Damit besteht auch für Besucher von Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern keine Maskenpflicht mehr. Allerdings könnten diese Einrichtungen selbst entscheiden, ob weiter Schutzmaßnahmen nötig sind. Die Cyberangriffe auf die Internetseiten mehrerer Bundesländer und Behörden haben auch das Saarland betroffen. Es wurden Webseiten des Landes und von Landesbehörden lahmgelegt. Mittlerweile sei der Zugriff wieder möglich. Eine Manipulation von Daten habe es nicht gegeben. Bei IKEA in Saarlouis müssen Kunden heute mit längeren Wartezeiten rechnen. Verdi hat die Beschäftigten zum Warnstreik aufgerufen. Ziel sei es, die Rechte der Beschäftigten zu stärken und die Arbeitsbelastung zu verringern. In St. Wendel findet am Abend erstmals ein Ostermarsch statt. Dazu aufgerufen hat die Initiative Wir stehen auf für Frieden. Sie ruft die Bundesregierung dazu auf, im Ukraine-Krieg zu Diplomatie und Dialog zurückzukehren. In Grand-Est fällt wegen der landesweiten Proteste gegen die Rentenreform heute voraussichtlich jeder zweite Regionalzug aus. Das betrifft auch Verbindungen von Forbach nach Metz. Die Busse zwischen dem Saarbrücker Hauptbahnhof und Forbach fahren nur zwischen 14 und 21 Uhr. Und das Wetter im Saarland. Heute ziehen am Nachmittag Wolken auf, gegen Abend regnet es. Auch der Karfreitag durchwachsen, über Ostern zunehmend freundlicher und wärmer. Wir im Saarland, das Magazin. Das finde ich gut. Und als mir das Herz aufgegangen ist, hier oben angefangen haben. Der Windringer Hof bei Kleinblittersdorf. Hier finden Menschen mit Behinderung zeitgemäße Wohnmöglichkeiten und Arbeit. Die kriegen Selbstwertgefühl durch die Arbeit, die sie hier machen. Also das ist wirklich ein toller Ort. Wir im Saarland, das Magazin, arbeiten auf dem Windringer Hof. SR Fernsehen, heute 18.50 Uhr. Ich mag den sehr, sehr gerne den Job. Heute der Elen Antilopen.